waren am westlichen Ufer hingezogen, dem rechten, wie ihre Gesichter standen, und das rechte war es allerdings, denn sie brauchten nicht über das Wasser zu setzen, um Mempi, das Große, zu erreichen, welches vielmehr schon selber im Westen lag, der riesigste Menschenpferch, der Rahels erstem bis dahin vor Augen gekommen, überragt von Höhen, in denen man Steine schlug und in denen die Stadt ihre Toten barg. Schwindelnd alt war Mempi, und ehrwürdig also, sofern das zusammenfällt. Der am Beginn des Gedenkens und der Geschlechterfolge der Könige stand, Meni, der Urkönig, hatte die Städte befestigt, zu bannen das zum Reiche gezwungene Niederland, und auch das Haus des Ptah, mächtig aus ewigen Steinen erbaut, war Urkönig Menis Werk und stand hier also viel länger schon als draußen die Pyramiden, seit Tagen, hinter die kein Mensch zu blicken vermochte. Aber nicht wie dort in starrendem Schweigen bot sich in Mempis Bild das Uralte den Sinnen dar, sondern als wimmelndes Leben und gewecktes Gegenwart. Als eine Stadt, darinnen mehr als 100.000 Menschen und die aus verschieden benannten Quartieren sich ungeheuer zusammensetzte. Mit einem Gewirr Hügel auf Hügel ab, sich windender Enggassen, in denen es kochte und roch, von handelndem, wandelndem, sich plackendem und schwatzendem Kleinvolk, und die vertieft waren gegen die Mitte, wo Abwasser in der Rinne lief. Lachende Viertel der Reichen gab es da, wo schöntürige Villen heiter gesondert in lieblichen Gärten lagen, und grünende Wimpel überwehte Tempelbezirke, wo zierbunte Hochhallen sich in heiligen Teichen spiegelten. Es gab 50 ellenbreite Sphinxalleen und baumbepflanzte Ehrenstraßen, auf denen die Wagen der Großen dahinrollten, feurige Rosse davor mit Federbüschen gekrönt und atemstoßende Läufer voran, die riefen: »Abreck! Nimm zu dir dein Herz, gib Obacht!« Ja, Abreck, das mochte auch Josef wohl zu sich sagen und sein Herz in Gewahrsam nehmen, dass es nicht unförderlicher Blödigkeit verfalle vor so viel Lebenserlesenheit. Denn dies war Mempi oder Menfe, wie die Leute hier sagten, indem sie keck den Namen zusammenzogen aus Menephromire. Es bleibt die Schönheit Mires, des Königs nämlich vom sechsten Geschlecht, der einst die Tempelfeste des Anfangs erweitert hatte um sein Königsquartier und nahehin auch seine Pyramide gebaut hatte, worin seine Schönheit bleiben sollte. Das Grab war es eigentlich gewesen, das Menephromire geheißen hatte, und endlich hatte die ganze zusammenwachsende Stadt sich mit dem Begräbnisnamen genannt, Menphe, die Waage der Länder, die königliche Grabesstadt. Wie seltsam, dass Menphes Name ein keck zusammengezogener Grabesname war, den Josef beschäftigte es sehr. Gewiß hatten die Leutchen der Rinnsteingassen ihn sich so lässig zurechtgemacht und mundgerecht hergerichtet, das rippenmagere Volk der Massenquartiere, in deren einem auch die Herberge der Ismaeliter gelegen war, eine von allerlei Menschen geblüht, syrischem, libyschem, nubischem, mitannischem und sogar kretischem, vollgestopfte Karawanserei, deren kotiger Ziegelhof von Tiergeblüg und dem Gequarr und Geklimper blinder Bettelmusikanten erfüllt war. Wandelte Josef daraus hervor, so ging es zu wie in den Städten der Heimat auch, nur in vergrößertem Maßstabe und auf Ägyptisch. Zu beiden Seiten des Abwassers schabten Barbiere ihre Kunden und Schuster zogen mit den Zähnen den Riemen an, es formten Töpfer mit geübten und erdigen Händen das rasch umgetriebene Hohlgefäß, in dem sie Chnum, dem Schöpfer, dem ziegenköpfigen Herrn der Drehscheibe Lieder sangen, Sargtischler dechselten an menschenförmigen Schreinen mit Kinnbärten, und Betrunkene torkelten, verhöhnt von Buben, denen die Kinderlocke noch überm Ohr hing, aus lärmenden Bierhäusern. Wie viel Volk! Sie trugen alle denselben Leinenschurz und denselben Haarschnitt, dieselben waagerechten Schultern und dünnen Arme hatten sie alle, und zogen alle auf ein und dieselbe naive und unverschämte Weise die Brauen hoch. Sie waren sehr zahlreich und spöttisch gelaunt aufgrund ihrer gleichförmigen Menge. Es sah ihnen ähnlich, dass sie die Todesumständlichkeit fidel zu Menphe vereinfacht hatten, und in Josefs Brust erneuerten sich bei dem Namen vertraute Empfindungen, wie er sie einst erprobt, wenn er vom heimischen Hügel auf Hebron die Stadt und auf die zwiefache Höhle, das Erbbegräbnis der Ahnen, hinabgeblickt und Frömmigkeit, deren Quelle der Tod ist, sich in seinem Herzen vermischt hatte mit der Sympathie, die der Anblick der bevölkerten Stadt darin erregte. Das war eine feine und liebliche Vermischung, ihm eigentümlich gemäß
und in geheimer Entsprechung stehen zu dem doppelten Segen, als dessen Kind er sich fühlte, und auch zum Witz als Sendboten hin und her zwischen diesem und jenem. Als solch ein Witz denn erschien ihm der volkstümliche Name der Grabesgroßstadt, und sein Herz neigte sich denen zu, die ihn zusammengezogen, den Rippenmageren zu Seiten der Abwässer, so daß er sich's angelegen sein ließ, mit ihnen zu schwatzen, in ihren Worten zu lachen mit ihnen und ebenso unverschämt wie sie die Brauen emporzuziehen, was ihm nicht schwer fiel. Übrigens spürte er wohl, und es sagte ihm in der Seele zu, dass ihre Spottlust nicht nur daher kam, dass sie so viele waren und sich nicht nur nach außen richtete, ins andere, sondern über sich selber machten die Leute von Memphis sich lustig, um dessen Willen, was ihre Stadt einst gewesen und was sie längst nicht mehr war. Denn so war es. Als Königsstadt hatte Memphis die Waage der Länder dick an Mauern, der einst zur Zeit der Pyramidenerbauer gethront. Von Theben aber im oberen Süden, das niemand gekannt hatte, als Memphis schon weltberufen gewesen war seit unendlichen Jahren, von dort war nach Fluchzeiten der Wirrnis und Fremdherrschaft die neue Zeit, die Befreiung und Wiedervereinigung ausgegangen durch das jetzt herrschende Sonnengeschlecht, und Wese trug nun die Doppelkrone und führte das Zepter, Memphis aber, ob auch wimmelnd, volkreich und groß nach wie vor, war eine gewesene Königin, das Grab seiner Größe, eine Weltstadt mit schnoddrig abgekürztem Todesnamen. Noch nie war Joseph, der Entführte, so sehr im Verbotenen gewandelt wie hier, sofern das Verbot seiner Überlieferung lautete, du sollst dir kein Bild machen. Nicht umsonst nämlich war Ptah, der Gott, welcher Kunstwerke schuf, der Schutzherr der Bildmetzen und Handwerker, von dem es hieß, dass seines Herzens Pläne verwirklicht und seine Gedanken ausgeführt würden. Ptachs große Wohnung war lauter Bild, voll von Figur waren sein Haus und seines Hauses Höfe. Er selbst, der Menschengestaltige, war an den lückenlos überzauberten Wänden hundertmal dargestellt in seinem Kapellenschrein, von Menschengestalt allerdings, aber sonderbar puppenhaft und von gleichsam abstrakter Form, in einbeiniger Seitenansicht, mit langem Auge, den Kopf mit einer eng anliegenden Kappe bedeckt, am Kinn den künstlich befestigten Keil eines Königsbartes. Unausgebildet auf eine seltsame Art und allgemein umrissen wie seine Fäuste, die den Stab der Macht vor ihn hinhielten, war seine ganze Gestalt. Sie schien in einem Futteral, einem engen, entformenden Überzuge zu stecken, schien, offen gestanden, gewickelt und balsamiert. Was war es mit Ptah, dem Herrn, und wie stand es mit ihm? Verdiente die uralte Großstadt ihren Grabesnamen nicht nur um der Pyramide willen, nach der sie hieß, und nicht nur ihrer Gewesenheit halber, sondern besonders noch und eigentlich erst als Haus ihres Herrn? Es war dem Joseph bekannt gewesen, wohin es mit ihm ging, als seine Käufer ihn hinabführten nach Ägypten, dem Land der Missbilligung Jakobs. Auch anerkannte er völlig, dass er seinem eigenen Zustand zur Folge hierher gehörte. Und dass das Verbotene ihm nicht verboten, sondern ihm sinnreich angemessen sei. Hatte er sich nicht unterwegs schon bei Zeiten einen Namen gegeben, der ihn als einheimisch Zugehörigen kennzeichnen sollte? Und doch hatte er seine neue Umgebung unausgesetzt auf dem Strich im Sinne des Vaters. Und immerfort jückte es ihn, die Landeskinder mit Fragen zu versuchen darüber, wie es stehe mit ihren Göttern und mit Ägyptenland selbst, dass sie es verrieten, ihm, der es wusste, und auch sich selbst, da sie es nicht recht zu wissen schienen. So war es mit Bäckermeister Bata von Memphis, den sie beim Apis-Opfer trafen im Tempel des Ptah. Wer nämlich außer dem Unförmigen selbst dort wohnte, das war Chapi, der große Stier, die lebende Wiederholung des Herrn, erzeugt von einem Lichtstrahl des Himmels in einer Kuh, die nachher nie wieder gebar, und ebenso gewaltig baumelten seine Hoden wie diejenigen Meerwehrs zu On. Er wohnte hinter Bronzetüren im Hintergrunde eines himmeloffenen Säulenhofs mit Tafelfüllungen von herrlicher Steinarbeit zwischen den Säulen, in deren halber Höhe ihre feinen Gesimse liefen,
und auf des Hofes Fliesen stand in dichtem Gedränge das Volk, wenn Chapi aus dem Lampendämmer seines Kapellenstalles von den Pflegern einige Schritte hervorgeführt wurde, dass es Leben sähe den Gott und man ihm Opfer brächte. Josef schaute mit seinen Besitzern einer solchen Verehrung zu. Es war ein merkwürdiger Greuel und lustig übrigens auch, dank der guten Laune der Menfe-Leute, Männer und Frauen mit strampelnden Kindern, dieser volksfestlich belebten Menge, die in Erwartung des Gottes schwatzend und lachend Sykomoren, Feigen und Zwiebeln küsste, wie sie für Essen sagten, sich das Wasser der Melonenscheiben, in die sie bissen, von den Mundwinkeln träufeln ließ und mit den Händlern schacherte, die zu Seiten des Hofes Weihbrote, Opfergeflügel, Bier, Räucherwerk, Honig und Blumen feilboten. Ein wanstiger Mann in Bastsandalen stand bei den Ismaelitern, und da die Menge sie presste, sprachen sie miteinander. Er trug einen knielangen Schurzrock aus derbem Leinen mit dreieckigem Überfall und hatte um Rumpf und Arme allerlei Bänder gewunden, in die er fromme Knoten geknüpft. Sein Haar lag kurz und glatt am runden Schädel, und seine glasig gewölbten Augäpfel traten gutmütigen Ausdrucks noch mehr hervor, wenn er den wohlgeformten, rasierten Mund laufen ließ in der Rede. Er hatte den Alten und die Seinen längere Zeit von der Seite gemustert, bevor er sie ansprach und sie nach ihrem Woher und Wohin befragte, neugierig auf ihre Fremdheit. Er selbst war Bäcker, wie er erklärte, das hieß, er buk nicht mit eigenen Händen und steckte den Kopf nicht in den Ofen. Er beschäftigte ein halbes Dutzend Gesellen und Austräger, die seine sehr guten Kipfel und Kringel in Körben auf ihren Köpfen durch die Stadt trugen, und wehe ihnen, wenn sie nicht Acht gaben und es versäumten, mit dem Arm über der Ware zu wedeln, so dass die Vögel des Himmels darauf niederstießen und aus dem Korbe stahlen. Der Brotträger, dem solches geschah, erhielt eine Belehrung, wie Bäckermeister Bata sich ausdrückte. So war sein Name. Auch einiges Feld besaß er vor der Stadt, dessen Korn er verbuk. Aber es war nicht genug, denn sein Betrieb war bedeutend und er musste hinzukaufen. Heute sei er ausgegangen, den Gott zu sehen, was zuträglich sei, insofern als es nicht zuträglich sei, es zu unterlassen. Sein Weib unterdessen besuche die große Mutter im Eset-Hause und bringe ihr Blumen, denn ihr sei sie besonders anhänglich, während er, Bata, mehr Befriedigung an dieser Stelle finde. »Und ihrerseits bereisten Sie also in Geschäftsinteressen die Länder?« fragte der Bäcker. »So sei es«, versetzte der Alte. »Und Sie seien sozusagen am Ziele, indem Sie zu Menfe seien, mächtig an Toren, reich an Wohnungen und ewigen Baulichkeiten und könnten nun ebenso gut wieder umkehren.« »Recht sehr verbunden«, sagte der Meister. »Sie könnten, aber Sie würden wohl nicht. Denn wie alle Welt würden sie doch wohl dies alte Nest nur als eine Stufe betrachten, darauf sie den Fuß setzten, um aufzusteigen in die Pracht Amuns. Sie würden die Ersten sein, die es anders machten und deren Wanderziel nicht Weset sei, das nagelneue Pharaosstadt, er lebe, sei heil und gesund, wo die Menschen und Schätze zusammenströmten und für das Menfes verwitterter Name eben gut genug sei, in Titeln zu prunken von Pharaos Höflingen und Großeunuchen, wie denn des Gottes Oberbäcker, der Aufsicht übe über die Palastbäckerei, Fürst von Menfe heiße. Nicht ganz mit Unrecht, das müsse man einräumen, denn so viel sei richtig, dass man zu Menfe schon feine Kuchen in Kuh- und Schneckengestalt in die Häuser getragen habe, als die Amunsleute sich noch begnügt hätten, angeröstetes Korn zu verschlingen. Der Alte erwiderte eben, nun ja, auch auf Weset würden sie wohl noch nach vorwiegendem Verweilen zu Menfe einen Blick werfen, um zu sehen, wie weit es unterdessen nachgerückt sei in Dingen der Lebensverfeinerung und des entwickelten Gebäckes. Da öffnete sich unter Paukenschlägen das hintere Tor und man führte den Gott in den Hof, nur einige Schritte weit vor die offenen Flügel. Die Aufregung der Menge war groß. Man schrie »Chapi, Chapi«, indem man auf einem Bein hüpfte, und wem das Gedränge es erlaubte, der warf sich aufs Angesicht, die Erde zu küssen. Man sah viele gekrümmte Wirbelsäulen, und die Luft war erfüllt vom kehligen Gefauch des Lautes, mit dem der hundertfach vorgestoßene Gottesname begann. Es war zugleich der Name des Stromes, der das Land geschaffen hatte und es erhielt. Es war der Name des Sonnenstiers, der Inbegriff aller Fruchtbarkeitsmächte, von denen diese Leute sich abhängig wussten. Der Name des Bestehens von Land und Menschen, der Name des Lebens.
Sie waren tief ergriffen, ein so leichtes und schwatzhaftes Volk sie sein mochten, denn ihre Andacht setzte sich aus aller Hoffnung und Ängstlichkeit zusammen, womit das genau bedingte Dasein die Brust erfüllt. Sie gedachten der Überschwemmung, die nicht eine Elle zu hoch oder zu niedrig sein durfte, wenn das Leben Bestand haben sollte. Der Tüchtigkeit ihrer Weiber und der Gesundheit ihrer Kinder, ihres eigenen Leibes und seiner der Anfälligkeit preisgegebenen Funktionen, die Lust und Behagen gewährten, wenn's glatt mit ihnen vonstatten ging, jedoch arge Qual bereiteten, wenn sie versagten, und die es durch Zauber gegen Zauber zu sichern galt, der Feinde des Landes im Süden, Osten und Westen, Pharaos, den sie den starken Stier nannten ebenfalls und den sie im Palaste zu Theben ebenso sorgfältig gehegt und aufbewahrt wussten, wie Chapi hier, da er sie schützte und in seiner übergänglichen Person die Verbindung herstellte zwischen ihnen und dem, worauf alles ankam. Chapi, Chapi, riefen sie in ängstlichem Jubel, bedrängt vom Gefühl des knapp bedingten, gefährdeten Lebens, und starrten hoffnungsvoll auf die vierkantige Stirn, die eisernen Hörner, die gedrungene, ohne Einbuchtung vom Rücken zum Schädel verlaufende Nackenlinie des Gotttieres und seinen Geschlechtsapparat, dies Unterpfand der Fruchtbarkeit. Sicherheit, meinten sie mit dem Ruf, Schutz und Bestand, hoch Ägyptenland. Ungeheuer schön war Ptachs lebende Wiederholung. Nun ja, wenn die Kundigsten in jahrelanger Umschau den schönsten Stier zwischen den Mündungssümpfen und der Elefanteninsel aussuchten, der sollte wohl schön sein. Er war schwarz und prächtig, um nicht zu sagen göttlich, stand zu seiner Schwärze die scharlachne Schabracke, die er auf dem Rücken trug. Zwei kahlköpfige Pfleger in Schurzen aus gefälteltem Goldstoff, die vorn den Nabel freiließen und hinten bis zur halben Höhe des Rückens reichten, hielten ihn beiderseits an vergoldeten Stricken, und der zur Rechten hob ein wenig die Decke vor den Augen des Volkes, um ihm den weißen Fleck an Chapis Flanke zu zeigen, in dem man das Abbild der Mondsichel zu erkennen hatte. Ein Priester, dem ein Leopardenfell mitsamt den Tatzen und dem Schwanze im Rücken hing, erniedrigte die Stirn und streckte dann ein Bein vor das andere gestellt, den gestielten Räuchernapf gegen den Bullen aus, der mit gesenktem Kopfe witternd die dicken und feuchten, vom Würzrauch gekitzelten Nüstern blähte. Er nieste wuchtig, und das verdoppelte die dringlichen Zurufe des Volkes und seine Freudensprünge auf einem Bein. Kauernde Harfenisten, die mit zum Himmel gewandten Gesichtern Hymnen sangen, während hinter ihnen andere Sänger mit ihren Händen den Takt klatschten, begleiteten die Räucherhandlung, auch kamen Frauen zum Vorschein, Tempelmädchen, mit offenem Haar, nackt immer die eine und nur mit einem Gürtelbande oberhalb der ausladenden Hüften angetan, in einem langen, schleierfeinen Gewand die zweite, das vorne offen stand und ebenfalls ihre ganze Jugend erblicken ließ. Im Tanz die Szene umschreitend, schüttelten sie Sistren und Tamburine über ihren Köpfen und hoben das gerade ausgestreckte Bein erstaunlich hoch aus der Hüfte. Ein Vorlesepriester, zu Füßen des Stieres sitzend, der Menge zugewandt, begann mit wiegendem Kopfe aus seiner Buchrolle einen Text zu psalmodieren, in dessen wiederkehrende Worte das Volk einfiel. Chapi ist Ptah, Chapi ist Re, Chapi ist Hor, der Esets Sohn. Danach wurde unter Federfächern ein offenbar hochgestellter Hausbetreter in langem und weitem Batistschurz mit Achselbändern herangeleitet, kahlköpfig und stolz, eine goldene Schüssel mit Wurzeln und Kräutern in Händen, die er alsbald in einer Art von kunstfertigem Kriechen, das eine Bein weit hinter sich gespreizt, das andere Knie bei aufgestellten Zehen so weit wie möglich unter sich gezogen, mit beiden Armen dem Gotte spendend entgegenschob. Chapi kümmerte sich nicht darum. Gewöhnt an alle diese ihm gewidmeten Umständlichkeiten, an ein Dasein feierlicher Langeweile, das dank einer bestimmten Körperbeschaffenheit sein melancholisches Teil geworden war, blickte er breitbeinig dastehend aus seinen kleinen, blutbedrängten Bullenaugen mit schwerem Lauern über den Darbringenden hinweg auf das Volk, das hüpfend und springend, die eine Hand auf der Brust, die andere ihm entgegengestreckt, seinen heiligen Namen rief. Sie waren so froh, ihn mit goldenen Seilen gehalten zu sehen,
und ihn im sicheren Gewahrsam des Tempels zu wissen, eingeengt von dienenden Wächtern. Er war ihr Gott und ihr Gefangener. Seiner Gefangenschaft und der Sicherheit, die sie ihnen gewährleistete, jauchzten sie eigentlich zu und machten Freudensprünge deswegen. Und vielleicht blickte er darum so lauernd und böse auf sie, weil er begriff, dass sie es aller eher Umständlichkeiten ungeachtet keineswegs so sehr gut mit ihm meinten. Bäckermeister Bata machte seiner Leibesschwere wegen keine Freudensprünge, aber dem Vorlesepriester respondierte auch er mit kräftiger Stimme und grüßte den Gott verschiedentlich durch Prostration und Handaufhebung sichtlich erbaut von seinem Anblick. »Es tut sehr gut, ihn zu sehen«, erklärte er seinen Nachbarn. »Es stärkt die Lebensgeister und wirkt wiederherstellend auf die Zuversicht. Meine Erfahrung ist, dass ich den ganzen Tag nichts mehr zu essen brauche, wenn ich Chapi gesehen. Denn es ist wie eine starke Mahlzeit Rindfleisches in meinen Gliedern. Ich bin schläfrig und satt hinterdrein. Ich tue einen Schlaf und erwache wie neugeboren. Er ist ein sehr großer Gott. Die lebende Wiederholung des Ptach. Ihr müsst wissen, dass sein Grab auf ihn wartet im Westen. Den Befehl ist ergangen, dass er im Tode gesalzen gewickelt werde nach oberstem Kostenanschlag mit guten Harzen und Binden von Königsleinen und in der Totenstadt beigesetzt werde, den Bräuchen gemäß im ewigen Hause der Gottesstiere. Man hat es befohlen, sagt er, und so geschieht es. Schon zwei Usarchapis ruhen in steinernen Laden im ewigen Hause des Westens. Der Alte streifte Josef mit einem Blick, den dieser als Ermutigung zu einer Frage nahm, dass er den Mann versuche. »Lasse doch«, bat er, »diesen Mann dir erklären, warum er sagt, dass den Usarchapi sein ewiges Haus im Westen erwarte, da es doch gar nicht der Westen ist, wo es wartet, sondern Menfe, die Stadt der Lebenden, selber am westlichen Ufer liegt und kein Toter über das Wasser fährt.« »Dieser Jüngling«, wandte der Alte sich an den Bäcker, »fragt so und so, magst du es beantworten?« »Wie man redet, sprach ich«, erwiderte der Ägypter, »und bedachte es nicht einmal, denn wir reden alle so und überlegen es nicht weiter. Der Westen, das ist der Westen, nämlich die Totenstadt nach unserer Sprache. Aber wahr ist es, die Toten von Menfe reisen nicht über den Fluss wie anderwärts, sondern die Stadt der Lebenden liegt im Westen schon ebenfalls. Nach der Vernunft hat ein Jüngling recht mit seinem Bedenken, aber nach der Redeweise sagte ich's richtig.« »Frage ihn doch noch dies«, sagte Josef, »wenn Chapi der schöne Stier, der lebende Ptach ist für die Lebenden, was ist dann Ptach in seiner Kapelle?« »Ptach ist groß«, antwortete der Bäcker. »Sage ihm doch, dass ich daran nicht zweifle«, versetzte Josef, »aber Chapi heißt Usarchapi, wenn er verstorben ist. Und hinwiederum Ptach in seiner Barke ist Usir und heißt menschengestaltig, weil er die Gestalt hat, der Laden mit Kinnbart, an denen die Schreiner dechseln und scheint gewickelt. Was ist da also?« »Gib deinem Jüngling zu verstehen«, sagte der Bäcker zum Alten, »dass der Priester täglich hereintritt zu Ptach und ihm den Mund öffnet mit dem dazu kräftigen Werkzeug, das er trinken und essen möge, und erneuert ihm täglich auf seinen Wangen die Schminke des Lebens. Das ist der Dienst und die Pflege.« »Danach nun lasse ich höflich fragen«, erwiderte Josef, »wie man's wohl hält mit dem Toten vor seinem Grabe, wenn Anub hinter ihm steht, und worin wohl etwa der Dienst bestehen mag, den der Priester übt an der Mumie?« »Das weiß er nicht einmal«, antwortete der Bäcker. »Man sieht wohl, dass er ein Sandbewohner ist, wildfremd und erst kürzlich im Lande. Der Dienst, so lasse ich ihm sagen, besteht in der sogenannten Mundöffnung vor allem, die wir so nennen, weil der Priester dabei mit einem geeigneten Stabe den Mund öffnet dem Toten, dass er wieder essen und trinken und die Nähropfer genießen möge, die man ihm darbringt. Dazu kommt, dass der Totenpriester zum Zeichen der Wiederbelebung nach Usirs Beispiel der Mumie blühende Schminke auftut, trostreich zu sehen für die Klagenden.« »Ich höre mit Dank«, sagte Josef. »Darin besteht also der Unterschied zwischen dem Dienst der Götter und dem der Toten. Frage Herrn Bata doch jetzt, womit man baut in Ägyptenland.« »Dein Jüngling«, antwortete der Bäcker, »ist zierlich, doch etwas stupide.
Mit Nilziegeln baut man für die Lebenden. Die Wohnungen der Toten dagegen, sowie die Tempel, sind aus ewigen Steinen. Mit vielem Dank, sagte Josef, höre ich das. Gilt aber von zwei Dingen das Gleiche, so sind sie gleich. Und ungestraft mag man die Dinge vertauschen. Die Gräber Ägyptens sind Tempel. Die Tempel aber sind Gotteshäuser, ergänzte der Bäcker. Du sagst es. Die Toten Ägyptens sind Götter. Und eure Götter, was sind sie? Die Götter sind groß, erwiderte Bata, der Bäcker. Ich spüre es an der Sattheit und Müdigkeit, die mich beschleicht nach Chapis Anblick. Ich will nach Hause gehen und mich zum Schlaf der Neugeburt niederlegen. Auch mein Weib wird unterdessen zurück sein vom Mutterdienste. Seid gesund, ihr Fremden, freut euch und reiset in Frieden. So ging er. Der Alte aber sagte zu Josef, der Mann war gottesmüde und du hättest ihn nicht mit quengelnden Fragen bedrängen sollen durch mich. Muss ich doch aber, rechtfertigte sich dieser, dein Knecht nach allem Wohl erkundigen, damit er sich in das Leben Ägyptens finde, wo du ihn lassen willst, und soll seines Bleibens sein hier auf die Dauer. Fremd und neuartig genug ist alles hier für den Knaben. Denn die Kinder Ägyptens beten in Gräbern an, ob sie nun Tempel heißen oder ewige Wohnungen. Wir aber zu Hause tun es nach Väterbrauch unter grünenden Bäumen. Ist es nicht zum Sinnen und Lachen mit diesen Kindern? Da heißt ihnen Chapi nun die lebende Form des Ptach. Und eine solche, meine ich, kann Ptach wohl brauchen, da er selber offenkundig gewickelt ist und ist eine Leiche. Sie ruhen aber nicht, bis sie auch die lebende Form gewickelt haben und haben einen Usir ebenfalls aus ihr gemacht und eine Gottesmumie. Eher ist's ihnen nicht recht. Ich aber habe was übrig für Menfe, dessen Tote nicht übers Wasser zu reisen brauchen, weil's schon selber im Westen liegt. Diese große Stadt so voller Menschen, die bequem seinen Grabesnamen zusammenziehen. Es ist schade, dass das Segenshaus, vor das du mich bringen willst, Petepres Haus des Wedelträgers, nicht zu Menfe liegt. Denn es könnte mir passen unter den Städten Ägyptens. Viel zu unreif bist du, erwiderte ihm der Alte, um zu unterscheiden, was dir frommt. Ich aber weiß es und wende dir's zu wie ein Vater. Denn ein solcher bin ich dir wohl, wenn wir setzen, dass deine Mutter die Grube ist. Morgen mit dem Frühesten gehen wir zu Schiffe und schiffen 9 Tage lang durch Ägyptenland den Strom hinauf gegen Mittag, dass wir unseren Fuß setzen auf die schimmernde Uferlände von Weset per Amun, der Königsstadt.